Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Wir sind mal wieder Atreus und in der letzten Folge von Raben in ein uns fremdes Land geführt worden. Ich vermute, wir sind in Asgard. Atreus vermutet es auch. Und ja, erkunden wir es. Ich meine, es sieht schon. Also, ich meine, guckt euch das an, wie geil das bitte aussieht. Jetzt nicht die allerschönste Landschaft, finde ich. Also irgendwie relativ karg, aber. Es sieht halt trotzdem verdammt geil aus. Also, Hut ab. Ich bin begeistert. Die Mauer. Ich bin in Asgard. Ui, das Warte, ist eine ich hohe komme Mauer. ja. Das ist eine verdammt hohe Mauer. Rimturs Mauer. Ich sehe Feinde. Oh, nicht sehr freundlich. Freundlich sind die Feinde hier selten. So, deswegen machen wir die schnell weg. Die lieben Feinde. Da ist was hinter mir. Komm schon. Jungs, lass das. Hey So. Odin, ich sollte doch in Asgard willkommen sein. So. Na, wenigstens rennt der jetzt mal nicht weg, ausnahmsweise. Und das. Dass die mir auch immer irgendwo. Von irgendwo hinspucken wollen, ne? Aua. Lass das. So. Ist er jetzt der Letzte? Ja, sehr schön. Das war dann doch absolut okay soweit. Haben wir hier. Ja, wir haben hier sogar noch eine Truhe. Ey, das ist meine Truhe. Da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Meine. Frechheit. Der hüpft da einfach raus aus dem Nichts. Was soll denn das? Es ist wunderschön hier. Keine Spur von Fimbulwinter. Da hinten ist noch eine Kiste. Sehe ich hier Sollte sonst lieber noch weiter was? zur Mauer. Ja, Atreus. Er ist definitiv nicht wie sein Vater, der ja offensichtlich immer gerne erkundet. Mann, 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 da hast du noch viel zu lernen, Junge. Erkunden ist wichtig. Wichtig und richtig und was ganz Tolles. Was? Musstest du mich hier lang führen? Wo ist jetzt die Kiste, die ich gerade gesehen hatte eigentlich? Geld. Dem habe ich aber sowas in den Hintern geschossen gerade. Ich finde es schön, wie die immer runterfallen wie so ein nasser Sack. So, wo ist die Kiste? Ich will zur Kiste. Kiste! Da, Kiste. Diesmal sogar ohne Hindernis. Sehr schön. Okay. Dann hier rein und nach links. Was? Ja, Gefahr! Ich weiß! Ich weiß, dass die anfällig sind Verstanden! für. Ich sehe sie! So. Ach, guck mal, wenn man die Säulen zerstört, dann gehen auch alle von diesen Viechern weg. Das ist gut. Also, zumindest von den Irrlichtern gehen dann alle weg. Von den Viechern leider nicht. Aber die kriegt man ja dafür anders ganz gut weg. So.
So. Das ist das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Aber schön. Wenn ich sofort das Schicksal ändern kann. So sicher bin ich mir hey, da jetzt nicht. Vogel! Wo bist du hin? Warte, ich komme. Ich muss nur da durchkommen. Das kriegen wir schon hin, Kleiner. Glaube ich. Wenn ich den Weg finde. Alles, aber der Weg ist ja ist jenseits dieser Mauer. Hier. Was soll ich zu Odin sagen? Hallo, ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein. Aber das heißt nicht, dass ich dir diene. Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hätte. Nein, es explodiert, es explodiert. Ich will das nicht. Okay. Toll, hast du eins weg, kommt ein neues dazu. Was für ein Mist. Was hat der da halber da? Für einen blauen Balken. Ach! Stimmt, diese Irrlichter können ja, glaube ich. Ich auf der anderen Seite der Wand ist es sicherer. Gegner. Moment. Wie komme ich an der Mauer vorbei? Befallen? Gar nicht vor. Wenn der Sohn des Steinmetzes eine Schwäche eingebaut hat, weiß nur Freya davon. Und ich habe sie nicht gefragt. Und warum war Freya überhaupt im Haus? Ist sie bei uns eingezogen? Egal. Yeah. Konzentrier dich, Loki. Das sind Fragen, die hätte er sich vorher mal stellen sollen, bevor er wütend abgerauscht ist. Ich sehe eine Kiste und ich möchte an diese Kiste, aber ich habe... Warte. Ich habe keine Feuerpfeile, ne? So ein Mist. Habe ich irgendeine andere Möglichkeit, daran zu kommen? Sag mal. Das wäre ja schon schön. Ich will da hin. Da ist ein Feuer. Hm. Vater würde das mit seinen Klingen wegbrennen. Was kann ich machen? Nichts. Ah, vielleicht hilft mir die Siegelmagie auf meinem Bogen. Was sagte Brock? Wenn ich die Dorn mit dem Feuer anzünden könnte. Zeuge. Wenn das so geht, dann möchte ich das aber auch hier unten versuchen. Mal so ehrlich gesagt. Hier geht's nicht hoch. Ich muss irgendwie durch die Dornen kommen. Okay, wir wissen, da oben ist ein Feuer. Hm, das ist der falsche Winkel zum Feuer. Sag das nicht. Gott, wie mache ich das denn? Weil nach unten ziehen ist ja schwierig. Volker. So, schnell einmal dahin schießen, dann gehen wir nach oben und dann... Und dann... Machen wir so. So, dass ich die vielleicht treffen und dann kann ich aufs Feuer schießen. Wie war das? Kann ich nicht? Hä? Oh! Na bitte. Nein, das hat gereicht. Oh! Das hat gereicht. Ja, geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Bogenfähigkeit, zersplittertes Siegel. Und die kann was? Atreus feuert einen suchenden Siegelpfeil ab, der zwischen Gegnern hin und her prallt. Ja. Ja, das klingt nach etwas, was mir äußerst gefällt. Okay. Dann laufen wir doch einmal hier hin. Vielleicht finden wir hier ja noch was, außer nichts. Na gut. Das Geld nehmen wir mit und dann machen wir uns auf den Weg weiter. Moment mal, das klingt nach Menschen. Oh.
Ach, da unten ist ein Dorf. Ein sehr baufälliges Dorf. Brauchst du Hilfe? Du siehst etwas verloren aus. Oh, ich schaue mich hier nur um. Also, hier gibt es nur die Mauer zu sehen. Gibt es ein Tor hindurch? Nein. Außer du bist ein Asengott. Und in dem Fall wüsstest du das. Ich? Nein. Ich bin aus Midgard. Was? Ohne Scheiß? Ich auch. Sköldr. Loki. Warte mal. Seid ihr alle aus Midgard? Ja. Der Allvater rettete uns vor der Verwüstung. Hier dürfen wir bleiben, aber wir gehen da nicht rein. Kommst nicht in die Stadt, nur mit Magie. Du kannst keine Magie, oder? Ein bisschen, doch. Was? Ohne Scheiß? Gehst du durch Wände? Noch nicht. Ah. Kann ich nicht drüber klettern? Da hoch? Einfach so? Nein, du könntest sterben. Naja, ja. Ich meine, schau sie dir an. Aber Odin wartet. Warte, du kennst den Allvater? Ich bin quasi sein Lehrling. Ohne Scheiß? Was bringt er dir bei? Ich weiß nicht. Hat er noch mehr Schüler? Ich weiß nicht. Wie lange bleibst du? Du weißt es nicht. Ich kletter jetzt die Mauer hoch. Ach ja, wir klettern Tja, die Mauer das hoch. muss ich sehen. Brauchst du Hilfe? Das ist nett von dir, aber ich muss allein gehen. Oh, ich wollte nicht mit dir klettern. Ich schulde Odin vielleicht mein Leben, aber sicher nicht meinen Tod. Nicht, dass ich glaube, du würdest abstürzen. Vergiss es einfach. Wir wollen da wirklich War hochklettern. das Hugen? Hugen leitet dich? Wer? Odins Rabe. Du weißt schon, Hugin und Munin. Er kann dich gut führen, obwohl er sich mit Klettern wahrscheinlich nicht so auskennt. Ich kenne mich mit Also, Klettern auch nicht gut wie aus. willst du es machen? Einen Schritt nach dem anderen vermutlich. Nur mit den Händen. Haha, naja, gut. Dann würde ich fast sagen, klettern wir. Tja, Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Ich auch, glaub mal. Ich auch. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Zwar sehr ironisch als letzte Worte, aber Wie bitte? nichts, gar nichts. Hey, du machst das toll. Ach so, da. Okay, und da? Ja. So weit, so gut, denke ich. Ich hoffe, hier sind nicht irgendwo Truhen versteckt. Das wäre ätzend. Oh Gott. Dahin. Und, oh Gott. Ich sterbe innerlich gerade tausend Tode. Du schaffst das, Loki. Danke, Skuldir. Hoffe, das stimmt. Ja, ich auch. Oh, ein Vorsprung. Ein Felsvorsprung. So, ich setze mich jetzt hier hin und weine. Hier So ist lange, bis mich Tempel. irgendwer abholt. Oh je. Kein Wunder, dass wir ihn nicht nutzen konnten. Offensichtlich. So ein bisschen überflutet. Aber nur ein wenig. Und schon echt. Also, es sieht ja echt nett aus, aber das ist voll karg. Wo sind die Bäume? Hat dieses Land Bäume? Ich glaube nicht. Ich habe hier noch nicht einen einzigen Baum gesehen. Ist ja ätzend. Ich mag Bäume. Ach, da muss ich hin. Alles Sag das doch. klar, ich schaffe das. Alles gut. Einfach weiterklettern. Ich meine, wird der nicht müde? Die müssen doch jetzt schon die Und Hände wohin jetzt? abfallen. Und hier überall Leute, die schon gestorben sind auf dem Weg.
Aber wenigstens sind sie sitzend gestorben und nicht fallend. Hey, Hugin. Du willst sie die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben, oder? Ja, dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ach, und natürlich dürfen auch ein paar Gegner nicht fehlen. Warte, das ist ein Geist. Nein, nein, nein. Was zum... Okay, lass gut sein, ja? Was zum Teufel ist das für ein Geist hier? Der ist ja richtig ätzend. Geist, ich mag dich nicht. Bitte geh. Wirklich, bitte geh. Geh einfach. Und mit bitte geh meinte ich nicht bitte weich aus. Sondern wirklich gehen. Weg. Verschwinden. Sterben. Kann ein Geist sterben? Ich meine, ist er schon Geist? Oh, meine Güte. Ja, ich komme. Holen wir die Kette runter. Blöder Rabe. Was für eine Kette. Die Kette. Ach, da. Umschalten. Siegelpfeil drauf. Okay, und Kette. Ich will das nicht. Ich habe Angst. Die Kette hat auch Angst. Wehe, jetzt kommt ein Windhauch und weht uns sonst wohin. Kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Das nehme ich als ja. Alter, wie weit oben sind wir jetzt? Zu weit. Viel zu weit. Und wie weit hoch müssen wir noch? Noch viel weiter. Na, das ist ja super. Der endlose Aufstieg hier, oder was? Atmen. Und... Ja! Ich hab das Schlimmste hinter mir. Oder nicht? Okay, wir müssen jetzt hier scheinbar... Hier rein? Oh, nee. Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Ja, ganz bestimmt wollen sie das. Die große Preisfrage ist ja... Ist da wieder so eine... Dachte ich mir doch. Da ist noch so ein Ding. Jetzt geh kaputt, du Ding. Meine Güte. So, dann ist das Ganze nämlich auch ganz schnell vorbei. Oh, meine Güte. Ich mag diese Irrlichter nicht. Überhaupt gar nicht. Null. Aber okay. Umso besser, dass wir sie haben. Und die 190 Hacksilber nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Und dann schnell wieder raus. Bevor wir wieder angegriffen werden. Ja. Hoch. Verstanden. Okay. Also eins muss man Atreus lassen. Der hat echt krasse Ausdauer. Wow, gut. Die sind verbunden. Ja, das ergibt Sinn. Glaube ich. Ich muss aber an beide Seiten. Was wie beide Seiten?
Hä? Aha, man kann hier runter. Ja, okay. Und hier ist dann die zweite Seite. Ach so, ja. Hier ist wahrscheinlich die zweite Seite. Da. Gut. Das könnte klappen. Okay, und jetzt wieder hier hin und da hoch und dann. Dann mal los. Ach so. Oh. Geschafft. Ah, noch mehr Irrlichter. Gaulwurf. Oh, ich hasse diese Viecher. Geht doch einfach alle weg. Wieso habe ich das Gefühl, hier schon wieder... Hey, nee, doch nicht. Ich tue, was ich kann. Ich dachte, da ist schon wieder so eine blöde Säule, wo unendlich viele rauskommen. Aber nein, Gott sei Dank nicht. Cool. Ich sehe keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hey, Bogin, wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki. Er erwartete von ihm, dass er allein Rimfus Mauer ganz hinaufklettert. Ah. Und was hat Loki... Ah! Oh Gott. Was hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Ja, aber Loki ist doof und wahnsinnig. Aber man merkt, langsam wird er müde. Einfach weiter. Seine Arme schmerzen. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer. Aber Loki kletterte weiter. Einen Fuß nach dem anderen. Immer ja. Weiter. Bis ganz oben. Man merkt schon, es wird schwerfälliger. Also er bewegt sich langsamer. Nicht mehr so flüssig. Es geht nur nach oben. Gut, gut. Aber gleich hat er es geschafft. Noch weiter. Komm schon, jetzt nicht aufhören. Weiter geht's. So, also ich bin jetzt wieder wach. Er hoffentlich auch. Und er hat auf jeden Fall morgen Muskelkater. Gut. Ich schaffe das. Ich kriege ja schon Muskelkater vom Zugucken. Bin fast da. Oh. Hallo. Hi. Sag, welcher Teil dieser großen Mauer ließ dich denken? Oh, Besucher sind hier willkommen? Ich wurde hierher gebeten. Von Odin. Der Allvater rief dich her? Gut. Warum bist du dann draußen und nicht hier drin? Fragen wir ihn doch zusammen. Was für ein Arsch, ey. Bist du fertig? Sag. Was könnte Odin, Allvater, König der Asen, von Leuten wie dir wollen? Sag schon. Das ist eine private Sache.
Du weißt das gar nicht, oder? Könntest du mich hochziehen? Nein, ich denke eher nicht. Ich denke, ich lass dich fallen. Nein, 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 nein. Ja, ich lass dich fallen. Mach's gut. Halt, halt! Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du seinen Gast tötest? Loki von den Jötnar? Den Jötnar? Feind meines Volkes? Ich bin kein Feind von dir. Das werde ich ja sehen. Halleluja. Sehr freundlicher Empfang hier. Hier lang, Loki von den Jötnar. Halt, ist das das Gjallarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Jetzt kannst du dich an der Pracht Asgards erfreuen. Ein seltener Anblick für Fremde, besonders für Riesen. Ui. Ah, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Ja, keine Sorge, das werde ich machen. Was denkt ihr, weshalb ich hier bin? Wegen Sightseeing oder was? Jetzt komm mit auf die Plattform. Der Allvater mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Es sieht schon geil aus. Oh, hast du schon genug gesehen? Die Meilensteine der Zivilisation in den neuen Welten beeindrucken dich nicht so. Verstehe. Oh, nein. Stell doch einfach deine Fragen. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, vor Ärger. Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh, du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein, nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Jeden zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte kleine Seele. Du bist das Chaos in einem schicken Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Andererseits... Wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich mit dem wirklich verbündet sein möchte. Auf jeden Fall, wir sind in Asgard angekommen. Da sitzen interessante Viecher auf den Dächern und da steht auch ein sehr interessantes Viech. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge und schauen uns dann die Stadt in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!